Alles beginnt in der Küche. Es fängt mit einem eingespielten und guten Team an. Das heißt, ohne gutes Küchenteam sind unsere Gäste nicht zufrieden. So, I'm Flavio. I come from Portugal. I come to Lenkerov 2 years ago. I started the breakfast. So I don't like to wake up every day earlier for the breakfast. So I decided to ask to the chef if I can also start in the night shift. Then I see I have potential for can make a little more, to be a little more. Und natürlich nach 1-2 Monaten haben wir gleich gemerkt, okay, der junge Mann hat viel mehr Potenzial. War das natürlich für uns so, dass wir ihm gern befördern wollten, aber er natürlich keine Ausbildung hatte. Also für uns war es vorteilhaft, Flavio praktisch beim GSL mitmachen zu lassen. Also ich koche jetzt schon 25 Jahre und bin hier im Lenkerhof seit 10 Jahren als Küchenchef tätig. Ja, wir haben extrem Fachkräftemangel bekommen. Also wenn ich einen guten Mitarbeiter verliere, dann merkt es das Team natürlich direkt. Also was wir tun, wir schulen unsere Mitarbeiter, wir tun Mitarbeiter fördern. Die Auswirkung auf mich in dem Programm war, dass ich auch Mitarbeiter schulen kann, die schon ein bisschen älter sind, die schon mal ein bisschen gekocht haben, Erfahrung haben. Dass es eine tolle, moderne Plattform gibt, die man von überall machen kann. Ich muss nicht unbedingt in der Küche sein, ich muss nicht in der Schule fahren. Also ich sehe, dass Flavio jetzt am GSL-Programm teilnimmt und man sieht ganz klar, dass er sich fachlich verbessert hat, dass er natürlich auch sich persönlich weiterentwickelt hat, dass er Spaß an der Arbeit hat mehr. Es ist überwiegend positiv, also er wird auf jeden Fall auch in der Position dann steigen, das tut ihn auch motivieren. Also ich selber bin froh, in so einem Unternehmen zu arbeiten, dass wir Mitarbeiter fördern. Das freut mich sehr, dass ich da mitarbeiten darf.